Ich freue mich, dass du gerade noch Zeit hast, mit uns zu sprechen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Wahl. In der Fraktion tut sich was. Wir haben jetzt einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Frischer Wind, das wird immer wieder gesagt. Wir spüren das auch wirklich alle. Und ich finde gut den Satz, du hast gesagt, du möchtest mehr Lebenswirklichkeit in die Fraktion, auch in die Politik bringen. Kannst du dich dazu äußern? Wie möchtest du das machen? Naja, wir sind 246 Abgeordnete, alle ganz tief in ihren Wahlkreisen und in ihren Lebenswirklichkeiten verankert. Wir haben junge Abgeordnete, wir haben alte, wir haben Männer, wir haben Frauen, wir haben Leute, die sind Unternehmer, wir haben Arbeitnehmer. Und es geht jetzt darum, dieses ganz, ganz breite Wissen auch in die Fraktionsarbeit hineinzubringen und das in Ideen umzusetzen und natürlich auch in gute Gesetze. Ja, das wird uns auch gelingen, wenn wir das gemeinsam machen. Wie siehst du die Rolle der Frauen dort? Da sind wir noch... Naja, also ich meine, da brauchen wir ja gar nicht lange drum rumzureden. Da sind wir tatsächlich noch ausbaufähig. Wir brauchen vor allen Dingen eins, wir brauchen mehr Frauen als Direktkandidaten in den Wahlkreisen, weil das ist die Basis von allen. Und daher hoffe ich mir, dass auch die neue Generalsekretärin zur nächsten Bundestagswahl 2021 dann auch die entsprechenden Vorbereitungen trifft und dass wir dann den Frauenanteil in der Fraktion und dann natürlich auch in den Funktionen erhöhen. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir Frauen in der Fraktion mehr sichtbar werden können und dürfen, um den Wählerinnen und Wählern zu ermöglichen, zu erkennen, dass die CDU eben auch fähige Frauen hat und auch zeigen kann und ihnen auch entsprechend Positionen zugebilligt. Das ist genau das dicke Brett, was wir da bohren momentan, aber das ist natürlich eine Aufgabe auch über die Legislaturperiode hinaus und daran werden wir dann arbeiten. Das finde ich gut. Noch eine kleine Frage. Wir sind die Partei der Wirtschaft auch. Wie wollen wir das ein Stück weiter nach außen zeigen? Ja, indem wir hier stabile Verhältnisse in dem Land schaffen, indem wir Verlässlichkeit haben, weil das ist ja gerade das große Fund von Deutschland. Dadurch, dass wir immer starke Volksparteien gehabt haben, war für die Wirtschaft auch immer eine Planungssicherheit und eine Verlässlichkeit da. Weil auch wenn Regierungen mal gewechselt haben, der Kurs ein bisschen geändert worden ist, im Grundkonsens ist alles gleich geblieben und das ist eigentlich hier die Sache, warum ich auch für starke Volksparteien werbe. Und wir als CDU, wir haben ganz herausragende Köpfe im Bereich Wirtschaft. Wir haben Leute wie du, die aus dem Unternehmerlager auch kommen, wie Carsten Linnemann. Und es geht darum, denen auch eine Plattform zu geben, um ihre Ideen in die Politik reinzubringen. Eine Frage ganz aktuell ist die Grundgesetzänderung, die wir vornehmen werden. Hoffentlich, dass es auch klappt. Ich bin Bildungspolitikerin. Wir brauchen es gerade im Bildungsbereich auch sehr stark, die Zusammenarbeit von Bund und Land, um eben für unsere Kinder eine gute Zukunft zu haben, auch um die Facharbeiter zu gewinnen und so weiter. Wie siehst du die Chancen, dass wir die Einigung noch hinbekommen, dass wir das Grundgesetz ändern? Also wir bekommen da die Einigung sicherlich hin. Es geht nur darum, dass wir nicht Verantwortung miteinander vermischen. Das heißt also, wenn zwei für die gleiche Sache verantwortlich sind, sind ja niemand dafür verantwortlich und dementsprechend geht es jetzt um klare Regeln.